Dieser Film zeigt eine Reise des Motorschiffes Uhlenfels der DDG Hansa Bremen von Wismar nach Algier und zurück. Uhlenfels war einer der großen Schwergutfrachter der DDG Hansa. Sie wurde 1967 und 68 bei Blohm & Voss in Hamburg zum leistungsfähigsten Schwergutfrachter der Welt umgebaut. Sie war von fortan der Weltmeister und löste die vorher amtierende Treuenfels in dieser Funktion ab. Der Heimathafen war Bremen, die Flagge deutsch und die Baunummer 842 im Jahre 1959 bei der AG Weser Seebeck in Bremerhaven. Das Schiff fuhr zuerst als ganz normaler Stück Schwergutfrachter und hatte erst 3 Ladebäume mit je 3 Tonnen SWL, 18 Bäume mit 3 bis 5 Tonnen SWL, einen Baum mit 15 Tonnen und einen Schwergutbaum mit 50 Tonnen SWL. Nach dem Umbau hatte sie 2 Bäume mit je 275 Tonnen SWL, Safety Workload, also die Belastbarkeit, Höchstgrenze. Und die Klassifikation lautete von da an Schwergutfrachter. 1985 wurde die Uhlenfels nach Griechenland verkauft und es erfolgte ein Namenswechsel. Von fortan hieß das Schiff Uhlenfels. Ich muss mich verbessern, sie wurde 1980 nach Griechenland verkauft. 1985, aufgrund der völlig überalterten und unrentabel gewordenen Antriebsmaschinenanlage, wurde Uhlenfels nach Indien zum Verschrotten verkauft. Im selben Jahr noch verschrottet und aus Lloyds Schiffsregister gestrichen. Dieses Schiff hat etwas ganz Besonderes, was es zu einem einzigartigen Schiffstyp auf der ganzen Welt gemacht hat. Bei der Umrüstung zum leistungsfähigen Schwergutfrachter wurde die Uhlenfels in der Mitte des Rumpfes verbreitert. Es wurden Seitentanks angesetzt an die seitlichen Bordwände. Und somit hatte die Uhlenfels von vorne und von achtern gesehen so ein bisschen das Aussehen nach eines U-Bootes. Diese Tanks waren nötig bei der Übernahme von überschweren Ladungspartien. Dort wurde gegengeflutet. Teilweise wurde so übernommen, dass mit dem Schwergutgeschirr ein Kollo angehoben wurde, bis auf Höhe der Schanz, etwas über die Schanz. Dann wurde das Schiff gegengeflutet und die Bäume wurden nach innen gefahren, sodass dieser Kollo auf dem Deck bzw. auf den Luken abgesetzt werden konnte. Aber die Rumpfform wird man in diesem Film später noch deutlich sehen.
Ja, hier sehr gut sichtbar eines der gewaltigen Doppelhangerstöcken Schwergutgeschirre. Momentan befindet sich die Unfels bei der Durchfahrt des Nord-Ostsee-Kanals. Eine hohe Brücke wird gerade passiert. Und auch hier wird natürlich ein gewaltiges nautisches und seemännisches Können vorausgesetzt. Denn sehr übersichtlich ist die Unfels nicht. Ja, und wiederum eine sehr gute Aufnahme von Achtern nach vorne gefilmt. Die gewaltigen Schwergutgeschirre, die beiden fahrbaren Kräne. Es sind Kräne der Firma Kampnagel. Und als Deckslast Fischerboote. Und hier Vorbereitungen zum Bootsmanöver. Auch das war in gewissen Zeitabständen vorgeschrieben. Und jetzt noch einiges zu den technischen Daten der Unfels. Die Länge des Schiffes betrug 156,63 Meter. Die Breite vor dem Umbau 18,60 Meter, nach dem Umbau 22,10 Meter. Der Tiefgang 9 Meter. Nach Umbau Bruttoregistertonnen 10.362 und Tons Deadweight, also das Gewicht der möglichen Ladung 13.626 Tonnen. Und hier kann man einmal sehen, wie die Decksladung gestaut ist an Deck der Unfels. Wiederum die Geschirre und naja, ein Kenner wird die Verbreiterung erkennen, aber das wird gleich noch besser sichtbar, wenn das Schiff mit dem Rettungsboot umfahren wird. Auch hier eine sehr schöne und hervorragend gelungene Aufnahme. Thank you.
Ja, jetzt ist sehr deutlich und sehr gut sichtbar die Verbreiterung des Schiffes, die aufgesetzten Seitentanks. Und wie man deutlich erkennen kann, wird das Schiff auf Rede liegend vorbereitet zur Abgabe der Decksladung. Natürlich mit dem bordeigenen Geschirr. Versteht sich. Ja, hier hängt bereits eins der Boote im vorbereiteten Trossenbett, wiederum wie bei der Treuenfels, bestehend aus speziell geflochtenen Stahlmatten. Und die Drähte sind gespreizt durch sogenannte Traversen, die sich wiederum an einer Hauptlängstraverse befinden. Und diese wiederum ist gekoppelt mit dem Talienblock des Schwergut-Hakens, der speziell für diese Aufgabe entfernt wurde und an Deck niedergelegt wurde. Thank you.
In dem jetzt folgenden Film wird eine Einsatzfahrt des Mini-Schwergutfrachters Bruneck gezeigt. Die Bruneck, auch DDG Hansa, Heimathafen Bremen, wurde zusammen mit einem anderen Mini-Schwergutfrachter, der Mariaegg, im Jahre 1969 gebaut, in Holland. 1970-71 wurde Bruneck bei den Flenderwerken in Lübeck umgebaut zum Schwergutfrachtschiff. Die Länge dieses Schiffes 75,82 Meter, die Breite 72, verbessere die Breite 13 Meter und der Tiefgang beladen 2,87 Meter. BRT 499 und Tonstedweit 1108. Diese Aufnahmen entstanden im Jahr 1975. Das Schiff wurde angetrieben von zwei Viertakt-Caterpillar-Dieselmotoren mit jeweils 1140 PS. Die Geschwindigkeit betrug 12,75 Knoten. Zusätzlich war dieses Schiff ausgestattet mit einem Bugstrahlruder von 150 PS. Zur besseren Übersicht beim Transport von überhohen Ladungspartien bekam Bruneck übrigens später eine zweite kleine Kommandobrücke auf die eigentliche Kommandobrücke draufgesetzt.